Ich würde so machen, weil da kriegst du die Einschnitte, weil andersrum eben hat man überhaupt keine Einschnitte gesehen. Jetzt sind wir wieder beim Formcheck bei Matthias und jetzt gehen wir runter in den Trainingsraum. Dann wollen wir mal gucken. So. Da haben wir schon mal los. Schon was anderes. Ich würde so machen, weil da kriegst du die Einschnitte, weil andersrum eben hat man überhaupt keine Einschnitte gesehen. Das ist zwar ein bisschen dicker, das, aber das nützt es. Das muss man ja sehen, als Fettwerk ist. Aber jetzt würde ich sagen, sieht es so besser aus, weil du da mehr Einschnitte hast. Ja, aber du hart kommst, ist so richtig gut. Vielleicht bin ich ja quasi. So ist viel besser. Also in die Hocke gehen, das sieht scheiße bei dir aus. Das ist viel besser so. Ja, gut. Großen Teller schon. Mach noch das Brustbein ein bisschen höher. So, ja. Aber jetzt drückst du raus, spannst du an und drückst du raus. Eben war kurz gut. Ja, noch mal. Zieh doch mal rein, ein bisschen. Ja, jetzt ist kurz gut. Ja, wäre es, wenn der halt schön flach ist. Ja, ich habe gerade noch einen gegessen, aber komm. Ja, das ist ja. Ja. Ein Bein vor. Mach mal eins vor. Ja. Machen wir was vor? Seit Juli. Seit Juli. Seit August. Aber die Julia kannst du schon noch genau. Also 10 Kilo sind schon runter. Was hast du denn? 122,5. 16,8. 32,2. Mehr als beim letzten Mal. Ja, aber der ist ein bisschen anders. Was hast du jetzt in den letzten Tagen abgenommen? Von Dienstag bis heute ein halbes Kilo, davor waren es anderthalb. Weil wenn du hart bist, bist du schmerzfrei. Ja, wie gesagt, ich muss halt jetzt runter. Ein Kilo pro Woche, ja, schaffst du nicht. Ich muss halt 3000 runter oder so. 103, ja, also war ich am Schluss, war ich auf 2,5, aber unter 2,5 würde ich bei so einem Fett gehen.